Yep, das Warten hat ein Ende. Wir sind wieder da bei Resident Evil 5. Als ob ich das nicht zu Ende spiele, oder? Sind wir mal ehrlich. Also ich habe gerade einen kleinen Teil geskippt. Wir waren auf so einem Boot. Ich habe keine Ahnung mehr, wo wir waren. Auf jeden Fall waren wir auf so einem Boot. Und wir müssen jetzt diese Tür da ganz hinten aufmachen, damit wir weiter mit dem Boot da durchfahren können. Mehr weiß ich nicht. Ich habe gerade eben noch so ein bisschen rausgefunden, was nochmal die ganzen Knöpfe waren und so. Aber wir sind wieder voll mittendrin im Geschehen und jetzt geht's weiter. Ich bin hier auf diesem Steg rumgelaufen, weil ich meine, hier irgendwo Pflanzen, also Kräuter, zum Heilen gesehen zu haben. Und da gucken wir uns das einfach mal ein bisschen genauer an. Es ist gerade sehr spannende Atmosphäre hier, sehr spannend. Deswegen mitten im Geschehen. Was ist das? Ja, hier, komm. Alles, was ich nicht nehme, kriegt sie. Oh. Cash, richtig Cash. Saphir. Hopp. Ich weiß gar nicht, ob wir hier lang müssen. Ich springe einfach und wir gucken, was passiert. Ach du Scheiße. Nö, eigentlich haben wir alle gekillt bis jetzt. Oh, nimm mal das rote Kraut. Was ist hier drin? Pistolenmunition, das brauche ich zum Beispiel, weil ich bin so der Pistolenmann. Oh. Pass auf, wir haben doch noch den, Elektrostab. Der natürlich, ich bin nur... Oh, sie heilt mich. Sie ist ja wenigstens nett, ne? Wie stark der ist. Ich liebe den Stab. Ne, das war das Erste, was ich gecheckt habe, als ich das Spiel wieder gestartet habe. Geht der Elektrostab noch? Und er geht gut. Lass mich vorbei. Komm, komm. Es ist hier Action, Action. Die Zombies sind ausgebrochen. Ich sag nicht, welche Krankheit das verursacht hat, ne? Aber es ist sehr aktuell, das Spiel. Ach, wir müssen Koop machen. Alles klar, dann zieh mal den Hebel. Leg den Hebel um. Leg den Hebel um. Das Tor ist offen. Und jetzt geht's weiter. Glaube ich. War hier nicht noch irgendwo eine Tonne? Habe ich was übersehen? Nee. Sie kommt zu mir, aber ich komme zu ihr, glaube ich. Weil wir müssen hier hinten lang. Da ist auch irgendwas explodiert. Frag mich nicht, was das war. So sieht Afrika aus, wa? Schönes Land. Hier, nimm mal das hier. Sie hat ein Gewehr, deswegen ist es nur logisch, dass sie Gewehrmunition nimmt. Oh ne, nicht die Fliegedinger. Okay, sie hat das schon erledigt. Ne, hat sie nicht. Wie eklig die sind, ne? Das sind wie diese Motten, die dir vor den Handybildschirm fliegen, wenn du im Dunkeln da liegst. Ja. Da ist ja noch einer. Der chillt da einfach. Komm. Hier. Nimm die Scheiße, ich habe eh kein Gewehr. Haben wir wieder Stress oder was? Kannst du mal schön die Armbruster wegpacken. Das sind Kindergartenwaffen. Kleine Kinder haben eine Armbrust. Echte Männer haben eine Schusswaffe, Junge. Aber die Metall schießt. Und nicht an einem Stab, sondern als Patrone. Weißt, was ich meine? Wir wollen irgendeinen Irving killen. Ich kann mich auch sachte dran erinnern. Ganz, ganz dezent kann ich mich dran erinnern. Mal gucken. Operation off the ground. Research like this doesn't fund itself, you know.
Yet everyone looks down on me. But not anymore. Don't do it! Da hat sich der Typ einfach mal verwandelt. Das war natürlich die einzige Option für ihn, ein riesiges Tentakelmonster zu werden. Komplett nachvollziehbar. Und er hat natürlich eine riesige Schwachstelle, die pulsiert, damit ich schön weiß, wohin ich schießen muss. Wie viel Masse sich dann so kurzer Zeit gebildet hat, ne? Wahnsinn. Was muss ich hier machen? Kann ich nicht einfach ausweichen? F und V? Naja, kann ich nicht einfach diese Waffe hier nehmen, die hier steht, benutzen? Ja, da, ey. Ja, das ist doch nice. Als wäre ich da, als wäre das hier der ideale Ort zum Bekämpfen eines Bosses. Ein Ort, wo genau vier Maschinengewehre einfach so rumstehen. Ja, er hat doch eine Weakness. Siehst du nicht den leuchtenden Punkt? Oh, ich habe keine Muni mehr. Das ist jetzt scheiße. Kann ich einfach das Ding benutzen? Die ganze Zeit? Haben wir eine andere Waffe? Was ist das denn hier? Maschinengewehr. Zack. 130 Schuss, das reicht ja wohl. Andere Seite vielleicht. Mal ein bisschen... Bisschen Feuer unterm Deckel. A und D. Nee, ich muss nicht ausweichen, ne? Der trifft ja eh nicht. Wow. Was denkt der denn so? Oh, ich klopp da mal irgendwie so drauf mit meinen Armen. Ich treffe schon was. Ich habe nichts gemacht. Er bleibt auch still stehen, ne? Kann ich das abschießen? Muss ich das vielleicht sogar? Ups, da habe ich mal nicht ausgewichen. Jetzt haben wir die Schwachstelle, Kollege. Ich sehe sie. Der war komplett nackt da drin, ne? Wie in so einem Kokon. Das Maschinengewehr benutzen. Das geht einfach leichter. Ich weiche auch nicht aus. Oh, ich hätte vielleicht ausweichen sollen. Guck, 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 das geht viel zu langsam, wenn ich mein normales Gewehr benutze. Was denn? F und V? Was ist denn? Klein, ich hinterfrage hier die Knopfzuweisung. Die Tastenzuweisung. Knopf. Ich drücke hier Knöpfe. Ah. Hier, zeig Schwachstelle. Zeig mir die Blase da hinten. Ah, ist das schwer zu treffen gerade? Überhitzt A und D. Wow, der hätte mich... Oh. Ja, jetzt hätte ich mal das Maschinengewehr nehmen sollen. Jetzt, wo der direkt daneben stand. Oh. Oh, geht mir schnell so ein. Trifft es nicht. Ich habe gleich schon wieder keine Munition mehr. Kann die mal auch ein bisschen mitmachen? Oh, 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 oh. Da wird sie gefangen genommen. Wir haben jetzt wirklich keine Munition mehr. Kann das sein? Ich habe noch ein bisschen Schrotflinten-Munition. Ich weiß gar nicht mehr, wie gut eine Waffe ist. Schrotflinte scheint gut zu sein. Ich muss aber 30 Mal nachladen bei dem Ding. Hab's schon vergessen. Ah, da haben wir wieder unseren Kollegen. Ich gehe mal eben wieder ins Maschinengewehr.
Es ist schön, dass kein Schuss trifft, gefühlt. Ein paar treffen. Es wäre schön, wenn der wieder so direkt hinter uns wäre. Oh, 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 oh. Oh, ich will nichts ausrüsten. Ich will das Ding benutzen. F und V, was ist das denn für eine Kack? Hast du mal versucht, auf der Tastatur F und V zu drücken? Was ist das denn für ein Scheiß? Ja, die sind direkt nebenan. Das ist ein Granatwerfer. Ach du Scheiße. Den will ich eigentlich nochmal benutzen. Geht das? Nein! Ach du Scheiße. Nee, ich drück doch nicht freiwillig F und V, ihr Nutten. Komm, verpiss dich aus meinem Leben. Aber jetzt mit dem Granatenwerfer so voll da drauf, das wumst bestimmt. Ja, super. Wenn er trefft. Oh, es hat getroffen. Ich dachte schon, es fliegt vorbei. Komm, wie viel Schaden muss man machen? Wie viel Schaden braucht es? Oh, Cutscene. Er ist komplett nackt. Wie viele Schüsse kann der schlucken? Das muss richtig wehtun. Ist er tot? No. Ich bin nicht ausgewichen. Natürlich mit Absicht, damit es ein bisschen spannend bleibt. Hier, jetzt nehme ich auch mal das Ding. F und V einmal noch und ich raste aus. Was für ein F und V? A und D. Alles gleichzeitig, ihr Bumser. Was ist das? Ich halte es nicht aus. Ich sterbe auch. Ah, sie spritzt mir was und jetzt bin ich wieder fit. Schieß den Typen mal ab. Sie macht gar nichts, ne? Sie chillt. No. Ich kann nicht ausweichen. Was sind das für komische Arschtasten? Ich hab's gemacht. Nice. Nochmal. Nochmal, jawohl. Schließ mich doch dreimal ab. Nochmal, ja, moin. Ich habe ja sonst nichts vor. Ja, 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 ja. Oh! Da komplett daneben. Kann ich auch nochmal schießen? Seht ihr das? Was ist das? Das ist nicht normal. Kann ich auch nachladen oder? Nee, nee, nee. Ich muss ausweichen. Kann ich nach vorne ausweichen? Ah, jetzt ist er wieder free. Oh, oh, das sah schmerzhaft für ihn aus. Haben wir es jetzt? Ich drück mal gleich bei ihm. F und V, wenn du weißt, was ich meine. Fehler und verlieren, ne? Ach komm. Tell me what you're planning to do. Damn it, Excella. I guess it wasn't worth the good stuff. Excella. Where is this facility? Answer me. What is the Ouroboros project? BSAA! Wow, you two are just on top of everything, aren't you? The balance of the world is changing and you're completely oblivious to it. What's changing? What are you talking about? Is it the Ouroboros project? Is that it? No one can stop it. Ouroboros is about to change everything we've ever come to know. Chris! You're Chris. What's so funny? How do you know about me? All your answers are way to head, Chris. In that cave. If you can survive long enough to get them. Dying's not so bad, but it's not gonna change anything. You're still screwed! We've been time here. Chris! Das war ein komplettes Kapitel. Das war ja ununterbrochen Action und natürlich den S-Rang, ne? Weil besser geht's nicht. So this is the place he was talking about. That's the boat the woman used to get away. So,
You two are really going to go through with this? Yes. This is not just about Jill, but the Ouroboros project as well. I guess there's nothing I can do to stop you. I will call HQ and try to get the withdrawal order rescinded. I will also try to get you back up. Try not to get yourselves killed. Nächstes Kapitel, die Höhlen. Ach du Scheiße, nicht die Höhlen. Nein, ich stehe auf Höhlen, aber nicht in Videospielen. Mal gucken, ob wir Jill finden. Was ist mit Jill los? Das war nämlich die, die so böse war. Gucken wir mal. Und ich bin voll am Sterben. Kann ich mich eben heilen? Hier, mit dem Spray. Nein, ich will das... Okay. Ich dachte gerade kurz, ich hätte das vergeudet. Nehmen wir mal unseren Stock. Mit dem fühle ich mich sicher und wohl. Spinnen. Oh, die greifen einen direkt an, wa? Da muss ich Hilfe haben. Oh, nee. Ich will die einfach mit dem Elektrostock umbringen, weil ich keine Muni habe. Also, ehrlich gesagt, habe ich wirklich keine Muni. Mann, Scheiß hier. Die Schnauze. Sehr anfällig gegen Elektrizität. Ich weiß, dass manche da draußen am liebsten wirklich Spinnen im echten Leben mit so einem riesigen Elektrostock voll einen auf die Fresse geben würden. So schlimm ist es jetzt nicht, aber... Naja, so ein Stock. Was umstoßen? Ach, die Leiter. Na, super. Hoffentlich muss ich hier oben bleiben. Muni brauche ich sehr. Okay, sie knackt das. Ne, das hätte sie lieber. Hier. Kann ich ihr das geben? Geben. Das brauche ich nämlich nicht. Weiter geht's. In den Höhlen Afrikas gehen wir der Zombie-Sache so ein bisschen auf den Grund. Ne, ich wollte eigentlich den Stock. Ja, das ist nice. Das ist nice. Alle werden zu Brei. Und nicht Hafer. Pistolenmunition, Maschinengewehr, das will ich alles haben. Denn ich bin Egoist. Schon mal solche Spinnen gesehen. So wie die Spinnen aussehen. So beschreiben mir manchmal Leute, wie die Spinnen aussehen, die bei denen im Zimmer an der Wand kleben. Warte, da war Munition oder nicht? Ah, vielleicht hat sie die genommen. Oh, hier liegt was. Liegt da nix? Kann ich das nicht greifen? Doch. Nice. Jetzt hört die Musik auch schlagartig auf, man kennt's. Das ist Atmosphäre, was hier aufgebaut wird. Und wir lieben Atmosphäre. Wow, ein verlassener Tempel mitten im Untergrund. Ich wusste auch nicht, dass so ein Ort existiert. Aber jetzt weiß ich's. Es wäre natürlich blöd, wenn wir so ein riesiges Insekt als Boss bekämpfen müssten, aber das haben wir schon, ne? Ja. Kann die mal herkommen? Wie soll ich das Zeug mal hier abholen? Hier. Warum muss ich hier eigentlich die Befugnis erteilen, Munition aufnehmen zu dürfen, ne? Was ist das denn hier? Das ist mal wieder ein geschädigtes Menschenbild, dass der Mann der Frau sowas wieder erst erlauben muss, bevor sie es darf. Schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. Oh, Leichen. Das Feuer ist ja noch an, ne? So lang ist es gar nicht her, dass hier mal einer war. Mega Gold, ich bin reich. Davon kaufe ich mir erstmal eine Impfung. Gegen das Zombie-Virus. Boah, das ist echt viel Geld. Sollte ich das finden? Scheint ja nicht, als würde es da weitergehen. Hm. Kann ich hier, bin ich hier jetzt? Für immer? Wo kann ich denn weiter? Hier? No? Ah, oh,
blind auf beiden Augen mal wieder. Weiter geht's. Es gibt ja auch die Tempel-Zombies, die irgendwelche solche Hüte aufhaben. Oh, kleine Cutscene. Oh mein Gott, wir wurden getrennt. Und diese Lücke hier, die ist unüberwindbar. Oh, die ist überwindbar. Ach so. Ach, das hier nicht. Ja, okay. Das ist nicht überwindbar. Oh oh, Tempelzombies mit Seetangen als Hose. Sehr, sehr nachvollziehbar. Und sie haben Speere. Ne, ich will euch alle schlagen mit dem Elektrostock. Das ist die normale Methode, jemanden zu bekämpfen. Auch wenn ich dabei draufgehe. Aufwärtshaken? Ja, moin. Ach, die haben wieder solche scheiß Schilder. Da habe ich Bock drauf. Aber ist er dem Elektrostock gewachsen mit dem Schild? Ich glaube nicht. Sein Schild leitet. Und das ist für ihn ein Problem. Ich würde das Kraut gerne nehmen. Habe ich irgendwas im Inventar, was ich wegschmeißen kann? Wir könnten mal nachladen. Dann wäre bestimmt die Munition weg. Ja, richtig. Guck, das war clever. Zack. So, du da hinten. Du kannst mal erstmal schön das Maul halten. Guck, der hat eine Maske auf. Das war geraten von mir. Warum müssen Tempel-Zombies immer Tempelbekleidung haben? Warte, wir gehen näher ran. Der ist tot jetzt, ne? Okay. Ich hätte gesagt, wir gehen näher ran, jetzt wo er am Boden liegt. Da will er bestimmt mal den Stock begrüßen. Wer ist das? Mehrere? Könnt ihr mal hier um die Ecke kommen, damit ich euch schlagen kann? Ach du Scheiße, explodierende Dinger. Die beschädigen sich selbst. Beschädigen. Guck, ich habe bis jetzt nichts gemacht. Wo kam der denn her? Ne, ne, nicht ausweichen. Tun hier so, als wären die schlau. Komm. Du mit deinem Speer. Warum sind die schneller als ich? Nicht nice. Pistolenmunition ist sehr gut. Ei vergammelt? Nee. Das geht nicht. Ei vergammelt. Wo ist der Typ mit dem explodierenden Bogen? Hat er sich selbst umgebracht? Er hat wahrscheinlich gegen eine Wand geschossen. Pff. Das ist explodiert. Krautrot? Ich hätte gerne Krautrot. Können wir mal nachladen? Ach, das ist immer noch nicht. Ja, dann benutzen wir doch einfach das Spray. Nice. Jetzt nehme ich das Kraut. Weiter geht's. So. Ach nee, wieder ein Schildkollege. Mit Speer. Nee, 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 nee. Die kommen mal schön hier um die Ecke und begrüßen den Stock. Von wem werden die abgeschossen? Assistiert meine Kollege mich hier irgendwo? Guck, 300 Volt sind zu viel. Da kippt er um, da kippt er nach hinten um. Oh, scheiße, das ist zu viel für mich. Ja, natürlich ist das zu viel. Was ist das, Schrotgewehr? Kann ich irgendwas entbehren? Ach, ich könnte mich nochmal heilen. Oh, wo kommst du denn her? Jetzt mal ehrlich, wo kam die her? Kann ich mich selbst heilen? Oder kann man sich mit rotem Zeug nicht heilen? Wie war das? Ausrüsten? Ja, geben. Hier, bitteschön. Na gut. Dann nehme ich noch die Schrotgewehrmunition und dann geht's weiter. Die Tempelzombies. Die kennen keine Gnade. Ich auch nicht. Da sind wir uns sehr ähnlich. Die Tempelzombies und ich. Das ist der Tempel von Achmalamanga. Kannst du das mal nehmen, Sheila? Komm. Hast auch keinen Platz mehr. Okay. Heißt die Sheila? Ich weiß es nicht. Shiva mit V. Ja, natürlich. Okay. Hier ist wieder so ein Ding, was so schwer ist. Das kann man nur zu zweit schieben. Wow! Achso, ich wollte schon sagen, wow, gar nichts. Stand da gerade F landen? Warte, ich drücke eben F zum Landen. Was? Sonst lande ich nicht, sonst überwinde ich die Schwerkraft, oder was? Kann ich die Oh! Kannst du mal aufhören? Wo kam der Typ denn her? Gib mir mal den Stock. Gnadenlos. Verkloppt. Gib mir die Pistolen, Munition. Nee, 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 ich helfe dir mit einem gezielten Schlag auf die Fresse.
Sorry, wenn du da selber einen von abkriegst. Aber es muss sein. Stirbt er? Oh. Tor ist auf. Es geht weiter. Du kriegst trotzdem einen. Da ist nämlich eine Schatztruhe, die müssen wir auch noch eben öffnen. Wow, ein Edelstein, ein Saphir. Oh, ich hätte gern Saphir im echten Leben. Ey, das ist hier der Bossman. Hast du ihn gesehen? Wo ist der hin? Ist der verschwunden? Ich brauche Hilfe. Ich brauche aktiv Hilfe, danke. Stört das jemand, dass ich die ganze Zeit nur den Stock benutzen will? Das ist so befriedigend. Guck, er ist tot. Ich habe nicht Munition verwendet. Mann, Entscheidung, diesen Stock zu kaufen, das war eine gute Entscheidung. Mehr sage ich nicht. Ja, ich brauche auch Hilfe eben. Die Spinne. Die spinnt gerade ihr Netz in meinem Mund. Ist er tot? Also die Musik hat aufgehört. Da gehe ich mal stark davon aus, dass sie tot ist. Lucky Munition. Nehme ich gerne. Komm, wir wechseln mal wieder zurück. Laden nach. Und da ist ja noch eine Truhe. Ist da auch was drin oder ist da irgendwie so eine Falle? Nee, ein Rubin wahrscheinlich, ja. Gegen Rubine habe ich ja auch nichts. Die haben mir noch nie was getan. Okay, wir haben auf jeden Fall schon mal 3 Schildmänner. Ey, die machen ja noch gar nichts. Kann ich die schon abschießen? Bisschen chillen. Na, jetzt werden die aktiv. Ich musste den Startschuss geben, wortwörtlich. Wir schießen mal den ab, die uns abschießen können, weil die müssten ja wohl zwangsweise zu uns hochlaufen. Oder geht das überhaupt? Können wir einfach hier stehen bleiben? Verstecken die sich gerade? Was ist da los da hinten? Du darfst gerne mithelfen und auch schießen, wenn du Bock hast. Sonst nicht. Oh, da kommt einer, da kommt einer. Kommst du hier hoch? Wenn er hier hochkommt, dann habe ich hier einen... Nice. Das finde ich viel besser, wenn die zu mir kommen. Oh. Knapp. Knappe Kiste. War's das? Die Schildkollegen stehen da immer noch. Ich sehe die wohl. Was habt ihr denn hier? So Pistolenmunition nehme ich. Ja. Na gut, dann konfrontieren wir die mal. Jetzt kommen die auch her. Jetzt haben die Bock. Ich kann nicht ausweichen. Ich wollte ausweichen. Die Schilder leiten leider. Kontrollpunkt? Ja, moin. Ey. Die haben Reichweite mit dem Kackspeer. Wir müssen eben ein bisschen rumrennen und gucken, ob hier was zum Heilen ist, weil hier sind so viele Vasen. Oh ja, genau das habe ich gebraucht. Voll. Nee, das ist scheiße jetzt. Na gut, dann killen wir die... Oh! Ich habe gesagt, jetzt killen wir die erst und dann heilen wir uns schön. Aber jetzt sind anscheinend hier brennende Feuerbälle. Okay, wechseln wir zu der Schusswaffe. Ich schieße dir am besten ins Bein, wa? Tot. Ich bin extra hier hinter diesem Podest, damit die Feuerbälle mich nicht treffen. Der hat ja sogar eine Maske auf. Tot. Okay. Kann ich nochmal dahin und die Pflanze holen? Das ist ein bisschen gefährlich gerade, wa? Aber was habe ich denn für einen Inventarplatz? Warum ist das so voll? Und wo ist meine Partnerin? Ist sie tot? Was brauche ich von dem Shit nicht? Wir können eigentlich mal nachladen. Ist das dann weg? 8 Schuss. Ah, das ist nicht effizient. Das ist nicht effizient. Ich will ihr was geben. Ich will ihr eine Mine geben. Oder eine Mine platzieren. Ja, es geht nicht anders. Ne? Es geht nicht anders. Ich brauche das Kraut. Ich kann das Kraut nehmen. Und dann die Mine nehmen, oder? Ja, hier. Guck, das ist doch clever. Okay, ich glaube, wir müssen jetzt das Ding drehen. Sie wartet da schon auf mich. Nice. Falls das die richtige Richtung ist, ne? Gegen Uhrzeigersinn ist das nice. Mal gucken. Das Tor ist auf. Ich fühle mich hier wie bei Indiana Jones so ein bisschen. Alter Tempel mit so Fallen. Die Tür schließt sich. Ja, dann gebe ich jetzt Gas. Gucken wir mal, ob wir uns hier so ein bisschen drum navigieren können, ohne von den Dingern getroffen zu werden. Springen? Was für Springen? Ich hätte jetzt eher ducken gesagt, aber...
Das geht auch. Spiel wollte springen. Kannst du mitkommen? Du musst mich nicht im Walkie-Talkie anfunken, wenn du einfach zu mir laufen kannst, ne? Faul. Tief in den Grotten der Finsternis. Wir sind ja wirklich hier. Das ist locker eine Fallplatte. Kannst du da mal drauf gehen? Kann ich ihr nicht irgendwie befehlen, dass sie irgendwo hingeht? Mir bleibt keine andere Wahl. Ich muss da draufsteigen. F. Das F in Rennen steht für Rennen. Was? Check ich selber nicht. Springen? Nee. Sie sind tot. Okay, ich freue mich schon auf die zweite Runde. F. Rennen. Springen. A und D festhalten. Nope, ich habe mich anscheinend nicht rechtzeitig festgehalten. Ich bin direkt gestorben. Weiter geht's, Runde 3. Und wir sind bei Runde 3 von Rennen, Springen und angeblich Festhalten. Mal gucken, ob es dieses Mal klappt. Nope. Runde 4, Springen, Rennen, Festhalten und wirklich springen und nicht nur so tun. Weiter geht's, komm. Nope. Sterben. Runde 5. Es ist wirklich, wirklich schönes Gameplay, was wir hier sehen. Und sie sind immer noch überrascht, dass da eine Falle ausgelöst wird. Nochmal springen, jetzt nicht vergessen. Und jetzt festhalten. Habe ich mich festgehalten? Ja, das zählt als Festhalten. Ich muss gleich wieder was drücken. Nee, zum Glück nicht. Wow! Zwei Kameraperspektiven für eine Szene. Luxus. Gott, das war richtig schön. Das war angenehm. Besonders angenehm. Ich ziehe mal an dem Ding hier. Mal gucken, was passiert. Wow. Richtig technisch vorgeschritten, diese antike Kultur, die hier mal gewohnt hat. Hätte man mal finden sollen, bevor die alle Zombies wurden. Das wäre bestimmt nice gewesen. Wow. Mega. Gucken wir mal, ob wir bald mal wieder Gegner treffen. Das wäre mal interessant zu sehen. Wo müssen wir lang? Geradeaus? Ja, hier sieht es gut aus. Hier kann man auf jeden Fall lang. Kleines Sumpfgebiet im Tempel. Hier kann man dran ziehen. Bleib mal hier. Ich glaube, da muss ich einen ganz großen Bogen laufen. Und jetzt, wo ich alleine bin, kommen natürlich Gegner. Das ist abzusehen. Ah, guck, hier kann ich doch bestimmt rechts abbiegen. Und dann können wir gemeinsam an einem Strang ziehen. Und jetzt bitte. Ja. Und was bringt das? Ich weiß es nicht. Was hat das für einen Effekt? Wow, wow. Achso, hat noch mehr als einen Effekt. Oh. Eine Treppe. Sehr nice. Nehmen wir uns noch den Saphir hier mit und dann geht's weiter. Auf die Treppe. Ich frage mich, wie oft wir heute noch an so einem scheiß Seil ziehen müssen. An so einer Kette. Die Tempelbauer haben sich gedacht, wow. Ketten ziehen? Nice Sache. Einmal bitte mithelfen. Noch eine Treppe. Wow, noch eine Treppe. Oh mein Gott, so viele Ketten, die man ziehen kann. Ich bin schon ganz aufgeregt. Mann, die Treppe hier ist verschwunden. Treppen verschwinden. Treppen tauchen auf. Ich gehe mal hier runter. Scheint eine geile Idee. Ich darf nicht darunter, alles klar. Oh oh. Oh nee, nicht solche mit so mega dicken Masken. Da habe ich schlechte Erinnerungen.
Ja, ich würde auch wieder näher an die ran, dann kann ich auch besser zielen. Oh, hoho. Ho, ho. Einmal bitte loslassen. Das ist unhygienisch. Sicherheitsabstand. Wie nice der Stock ist, ne? Ich erwähne das immer wieder, aber es ist doch wirklich so. Oh, ich brenne. Schieber, ich brenne. Sie greift nicht an. Ich habe irgendwas gedrückt, dass sie nicht angreift. Ich weiß nicht, was ich mache. Ich habe die Waffe und es geht weiter. Sie greift mittlerweile auch wieder an. Ich habe es gefixt. Oh. Er wartet natürlich höflich darauf, dass ich um die Ecke komme, bis er mich angreift. Wow. Schon mal so einen höflichen Zombie gesehen? Und der muss kaputte Kniescheiben haben, wenn ich hier fertig bin. Er ist tot. Er ist davon gestorben. Der Schmerz war so groß. Vielleicht schon wieder keine Munition mehr. Wie wär's mit... Oh! Hast du das gesehen? Sie hat voll den Backflip gemacht. Nee, nee, nee. Halt schon mal die Schnauze mit deinem Pfeil im Bogen. Robin Hood oder was? Tot? No. Dann nochmal die Schocktherapie. Da stirbt er sofort. Braucht sie Hilfe? Nö, sie hat sich selbst befreit. Aber ich kann ihr trotzdem auch noch helfen. Mit dem Stock. Da hilft auch die Maske nichts, ne? Deswegen weint der Zombie auch so. Lass mal Shiva in Ruhe, die stirbt. Haben wir nichts zum Heilen? Ich glaube, ich habe gerade Kraut gesehen. Ist er tot? Jo. Okay, guck mir mal. Ich hab was, genau. Benutzen. Nice, 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 nice. Weiter geht's. Pistolenmunition brauche ich sehr dringend. Wir sind immer knapp auf Munition. Ach ja, man kennt's. Ja, sicher. Er macht ein kleines Workout. Hallo. Oh, er rastet aus. Komm her, komm her. Hä? Hä? Er checkt die Lage nicht. Er braucht eine aufs Maul. Ein Schlag, er ist weg. Ne? Der war schon so ausgepowert von dem ganzen Rennen auf der Stelle. Da kippt er direkt um. Ketten ziehen, da stehe ich drauf. Das müssen wir bestimmt nur noch 1000 Mal machen, dann sind wir fertig. Kontrollpunkt. Sehr, sehr nice. Und ich würde sagen, wir nehmen auch genau diesen Kontrollpunkt, um der Sache für heute mal ein Ende zu setzen. Und ja, ich überrasche mich selber damit, dass wir dieses Spiel überhaupt noch weiterspielen. Das ist ja fun, besonders der Stab, den ich gerade in der Hand habe. Kann sie eigentlich auch mal probieren. Ja, wie gesagt, es ist fun. Und ja, vielleicht kommt da noch ein Part 80, ne? Wer weiß, wie lange ich dazu brauche. Ich meine nur damit, vielleicht spiele ich das sogar noch weiter nach diesem Teil. Kommt halt drauf an, ne? Ich habe viel Zeit momentan, wie vielleicht einige von euch. Und ja, war auf jeden Fall wieder nice. Und ich würde sagen, man sieht sich sehr, sehr unbald, denn man kennt's. Ich uploade nur alle 3 Jahre. Bis dann, alles klar, tschüss.